Leute, wenn ihr Bock habt auf einen kleinen Vlog, auf ein Traumfädchen Löfer Rabenlei, dann bleibt dran und schaut euch den Vlog bis zum Ende an. Da gibt es nämlich ein paar ziemlich geniale Shots mit der Drohne und die irische Lady ist auch dabei. Bis gleich. Hallo Leute, hallo YouTube. Im Hintergrund seht ihr schon die irische Lady den Wald hochstapfen. Wir haben uns dann doch noch von der Couch bewegt bei dem schönen Wetter. Sonntag ist heute. Wir haben, wie gesagt, dieser super Februar. Ist wirklich sensationell. Und wir sind noch ganz spontan zum Löwer Rabenleihfahrt gefahren. Das ist so ein Traumfädchen bei uns in der Nähe, 5 Kilometer lang. Wir haben jetzt 20 vor 4. Sonnenuntergang ist um 18.30 Uhr. Und wir versuchen mal die Strecke in gut 2 Stunden locker zu laufen. Ich kann euch auch mal hier ist der Parkplatz oben an der Alsbach in Löw. Da ist auch das Schild vom Traumfädchen. Dieses schöne blaue Schildchen. Ich werde euch das auch gleich mal kurz einblenden. Und da geht es jetzt erstmal steil den Berg hoch durch den Wald. Und dann sehen wir uns dann gleich oben auf der Ebene wieder. Da wird euch sicher die ein oder andere tolle Aussicht auf die Mosel und auf den Hunsrück und whatever haben. Bis gleich. Das ist ein Baum mit ganz vielen Misteln und ihr wisst, was das bedeutet. Unter Mistel 2 küssen und sich was wünschen. Okay? Mhm. Alles klar, und weiter geht's. I mean every little word. I can't get you out of my mind. Oh baby, every curse. Like a new adventure pulling me into the center closer. Yeah, baby, I'm not playing around. I mean every little word. I can't get you out of my mind. Oh, baby, every curse got me going crazy. Can't control it. Can I see it all? Da im Hintergrund, da hinten ist die Ehrenburg, die ist auf dem Hunsrück hinten. Da könnt ihr auch so wunderbar so Ritterspiele und sowas machen. Das ist auch wunderbar, da werde ich mit euch auch irgendwann mal hin düsen. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Leute, muss man sagen, diese Traumfädchen sind gerade mal richtig für so eine kleine Wanderung zu machen. Die sind immer so ausgelegt auf 1 bis, sagen wir mal, maximal 2,5 Stunden. Und das ist so, ich glaube schon das dritte Traumfädchen, das ich mir angucke, bei uns in der Nähe, ist wirklich empfehlenswert. Yesterday, there was sun and there was rain.
So Leute, jetzt sind wir hier schon auf dem Weg zum Aussichtspunkt Rabenlay. Ich kann mich mal kurz rumdrehen hier, Leute. Das ist genau das, was ich mir erhofft habe. Kommt zwar jetzt die Sonne von der Seite, da. Das Moseltal, Hatzenport. Und vielleicht haue ich auch gleich nochmal die Drohne in die Luft, wenn wir oben zurückkommen, wo wir oben ein bisschen freies Feld haben. Die irische Lady, warte mal, ich drehe euch mal rum. Moment, die irische Lady genießt den Ausblick auch. Das ist schon nicht so schlecht, würde ich sagen. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time, let up high, now we climb. Oh, oh, oh. Dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes. Sind wir auch schon am Aussichtspunkt Rabenlay. Hier unten seht ihr Hatzenport. Wir stehen hier mitten im Weinberg. Und da vorne ist auch die Insel Hatzenport. Da ist ein Campingplatz drauf. Und ja, wunderbarer Ausblick. Richtig schöner kleiner Traumfahrt hier. Und die irische Lady hat sich hinten auf dem... Warte mal, muss mal drehen. Die irische Lady hat sich im Weinberg niedergelassen. Steil runter und da hinten, warte mal, da hinten ist der nächste Aussichtspunkt. Ich drehe mich noch mal ganz langsam, ohne dass ich hier abstürze. Hatzenport im Hintergrund noch mal und ganz langsam die irische Lady auf der Bank. So, jetzt trinke ich mal was. Easy, easy.
Leute, habe ich noch schön die Drohne hier hochgejagt. Die Bilder werdet ihr gesehen haben. Und so, wo langsam die Sonne jetzt weg ist, möchte ich auch Tschüss sagen. Kleiner Trip mit der irischen Lady, die ist schon ein bisschen vorgelaufen. Die steht da hinten zum Döfer-Rahmenleihfahrt, Traumpferdchen Döfer-Rahmenleihfahrt. Kann ich nur empfehlen. Ist ein wirklich schnuckliches Teil, circa 5 Kilometer. Man muss ein bisschen trittfest sein, wenn man durch den Weinberg geht. Aber im Grunde genommen wirklich ein schöner Ausflug. Und so mittelschwer würde ich sagen, eher leicht bis mittelschwer. Gut, das war's dann auch für heute. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, liken, abonnieren, kommentieren. Und ja, dann würde ich sagen, habt's gut. Noch ein schönes Restwochenende, soweit es noch geht. Ne? Der Vlog wird Samstag rauskommen. Also ihr werdet dann wieder Wochenende haben. Ich muss dann leider arbeiten. Da haben wir nämlich Fasnacht. Da bin ich voll im Stress. Und mit dem Blick da hinten auf die Ehrenburg und dem Sonnenuntergang im Hintergrund würde ich sagen, macht's gut, haut rein und tschüss.